Servus Leute, zurück zu Let's Play Desperados 3. Wir sind bei Mission 11 angelangt. Und ja, das Queen's Nest erwartet uns. Auf der Spur von Isabels vermissten Freund, nämlich dem Marshall, erfährt die Gang von Queen's Nest, einer versteckten Basis tief in den Sümpfen von New Orleans. Okay, das bedeutet, wir können wieder ein bisschen schwimmen wahrscheinlich. Hier ist es immer noch dunkel, wie es scheint. In New Orleans haben wir ja hier ein bisschen die Handlanger von denen abgeklappert und haben ein paar Informationen rausgefunden. Scheinbar führen uns diese Informationen hierhin. Verbrennt die Queen. Queen's Nest. Wer ist die Queen? Wie ich schon sagte, wir sind quitt. Komm schon, Schätzchen. Genau genommen haben wir Wayne noch nicht gefunden. Meine Schuld ist abgegolten. Du willst Geld, stimmt's? Wayne kann dich reichlich entlohnen. Von wie viel reden wir? Nun, was ist ein erfahrener Schütze heutzutage wert? Und woher soll ich wissen, dass das nicht nur leere Worte sind? Du erkennst doch einen Bluff, wenn du ihn siehst, oder, Schätzchen? Oh, seht euch mal an. Nur eine geschäftliche Abmachung. Hey, keine Sorge. Wir werden Wayne bald finden. Ja. Danke nochmal. Hallo, Ladies. Howdy. Endlich Neuigkeiten, was Frank betrifft? Ach, wir haben etwas Staub aufgewirbelt. Und? Offenbar wird hier bald etwas Großes passieren. Und Frank wird mittendrin stecken. Wir müssen also nur abwarten, bis er sich zeigt. Und ihr? Hattet ihr schon Glück bei der Suche nach Wayne? Die haben ihn an einen geheimen Ort in Bayou gebracht. Ich könnte schon etwas Hilfe gebrauchen, wenn ich ihn dort rausholen will. Außer ihr wollt den ganzen Spaß mir und unserem Schätzchen überlassen. Im Sumpf, hä? Wie kommt es, dass du mit an Bord bist, Doc? Mir wurde ein angemessener Ausgleich angeboten. Was sagst du, Amigo? Also gut. Aber einer von uns sollte zurückbleiben und versuchen, mehr herauszufinden. Oh, das könnt ihr mir überlassen. Prima, dann mal los. Es ist fast vorbei. Hoffentlich. Kate. Ah? Nur ein Gedanke. Wenn du Frank siehst, dann halte ich unbedingt fern von ihm. Ja, klar. Okay, zu viert sind wir anscheinend in diesem geheimen Ort im Bayou unterwegs. Dann schauen wir uns doch mal um. Was gibt es dort zu tun? Ich habe Bärenfallen, ich habe Messer, ich habe Voodoo-Zauber und ich habe Sniper-Künste. Ja, mit Pfeifen habe ich die die Tasche habe ich auch. Zum Anlocken von Gegnern. Ich habe leider diesmal nicht rausfühlen. Nicht hübsches Kleid und sowas, aber gut. Muss ich zugeben, ja, das macht zwar einige, die einfachen Situationen macht Kate zwar einfacher, aber in schwierigen Situationen, da sind mir die anderen besser geeignet, ja. Mal schauen. Wir haben es geschafft und das Begrüßungskomitee steht auch schon bereit. Hey, ohne ein paar Greenhorns im Weg würde es ja auch keinen Spaß machen. Ohne die anderen kommen wir da nicht durch. Wurde auch Zeit. Dieser Sumpf stinkt. Dann schlagen wir uns mal zu den anderen durch. Ich wette, Wayne ist in einem der Käfige. Wir müssen sie alle abklappern. McCoy soll sich um die Schlösser kümmern. Und wenn dein Wayne frei ist? Dann fackeln wir ihren Dampfer ab. Ruinieren ihnen das Geschäft. Ah. Zuerst müssen wir das Fass auf dem Dach zerschlagen. Ein Fall für die Axt. Genau.
Und wenn das Öl ausläuft, findet sich bestimmt eine kleine Fackel. Anzünden und ab dafür. Gefällt mir. Aber wie sollen wir abhauen? Wir schnappen uns einen der Kähne am Anleger und schippern damit zur Stadt zurück. In Ordnung. Eindringen, Wayne rausholen, den ganzen Mist abfackeln und auf Teufel komm raus verschwinden. Okay, ah ja. Mhm. Von zwei Seiten gehen wir an die Sache ran. Ach du Schande. Was gibt's? Nicht übel, das Versteck. Jeder hat volles Equipment. Super. Super volles Equipment. Ah, gut. Joa. Wie ist der Plan? Schauen wir doch mal, was es hier Neues zu lernen gibt. Ja? Los. Flaches Wasser. Pass auf, wenn du dich durch flaches Wasser bewegst, denn das macht Geräusche. Wenn du rennst, macht das mehr Geräusche, als wenn du gehst oder geduckt gehst. Okay, flaches Wasser macht Geräusche. Wir müssen hier vorsichtig sein. Wenn du durch flaches Wasser gehst, machst du Geräusche. Klar. Und vergiss den Schlamm nicht. Du hinterlässt Fußspuren. Ich hasse Sümpfe. Kein Mucks. Bin bereit. Der Ort hier geht mir gegen den Strich. Machen wir Tollenholz aus dem Laden. Ernsthaft? Okay. Ich sollte erst mal speichern und so. Okay. Da war ich zu cocky. Da bin ich zu schnell vorangegangen. Wir haben auf jeden Fall da einen, der schläft. Den kriegen wir ziemlich schnell weg. Wenn die sich umdrehen, dann ist der weg eigentlich. So. Jetzt wird's interessant. Wir müssen hier vorsichtig sein. Wenn du durch flaches Wasser gehst, machst du Geräusche. Ich hasse Sümpfe. Und vergiss den Schlamm nicht. Du hinterlässt Fußspuren. Ich hasse Sümpfe. Ha, fein. Nur einer? Nur ein Gnall, zwei. Gelingt. Hector ist da. Machen wir so. Bereit, Bianca. Sofort. Na los, amigo. Das habe ich gehört. Verdammte Wen haben wir? Schade. Ich wollte es mal versuchen. Ja, ich glaube, so ist es nicht sinnvoll. Na los, amigo. Jetzt kommt Bianca. Da kann er sich ja auch verstecken. Sie ist bereit. Jetzt wird's heiß. Zur Sache jetzt. Hier Fußspuren. Eine Seele für Papagere. Gut. Ist doch nur ein bisschen Blut. Los geht's. Nee, du sollst den da ablegen. Ich will nicht. Alles klar. Du nimmst den und du nimmst den und die kommen hier weg. So. Erstes Minigebiet. Seht ihr, wozu der Witt in der Lage ist? Hector ist da. Okay. Los geht's. Also gut. Schlammspuren gibt's hier in dieser Mission auch. McCoy eintrifft. Schließt ihr zwei Wetten ab, oder was? Nein, ich möchte nur sein dummes Gesicht sehen. Moment, du bist... Nee, du bist nicht oben. Es könnte jede Sekunde was passieren. Kein Problem. Ich mach's mit Singstimme. Bereit, Bianca? Wir sind... Holen wir uns ein. Moskitos. Geht klar, Miku. Hey, das hab ich gehört. Dammit, das wird der andere da sehen. Braves Mädchen. Glück gehabt. Augen
auf. Das hat er nicht gesehen. Sehr schön. Wozu brauchen wir die anderen beiden, um da reinzukommen? Es geht doch nicht so ein gut. Ich bin am Zug. Bianca kehrt zu mir zurück. Oh, die versinken im Bajou-Wasser. Ach so, na dann. Und hier haben wir auch genau, was ich tue. Gute Deckung. Ich habe Freunde auf der anderen Seite. Oh ja. Den da. Schwierig. Katze, ablenken. Vielleicht ist das eine Option. Mal sehen, was sich machen lässt. Wir machen Fortschritte. Wir werden zuerst da sein. Warum kommst du mit Doc nicht klar? So übel ist er doch gar nicht. Mir gefällt seine Einstellung nicht. Für den richtigen Preis macht er alles. Erinnert mich zu sehr an jemanden, den ich mal kannte. Klar, kein Problem. Die unterhalten sich sehr schön. So, der verschwindet im Wasser. Ja, der verschwindet im Wasser. Sehr gut. So, du, was siehst du? Du siehst nicht, wenn der drauf geht, oder? Du siehst nicht, wenn der drauf geht. Also hier, das ist dein Ende. Du hast keinen Wächter an dieser Stelle, wenn Hector dich macht. Okay. Hector. Schon unterwegs. Was ist das? Oh, das war knapp. Hector, bitte positioniere dich doch. Und hier geht mir gegen den Strich. Gefällt mir. Sehr schön. Der letzte Fang hat nur Ärger gemacht. Kein Problem. Ich schick sie auf die andere Seite. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich und tschüss. Hab Lust auf. Und noch einer. Erwischt. Ist nichts dabei. Rein ins Wasser mit dir. Was gibt's? Jetzt wird's interessant. Ein Wachhund. Die werden nichts spüren. Nummer eins. Nageln wir sie. Und der da. Okay, dann kann ich den Wachhund und den erledigen. Aber ich muss auch den erledigen dabei. Reptilien gibt's ja aber nicht, oder? Machen wir so. Klarer Fall für Bianca. Jetzt machen wir mal Lärm. Hier ungefähr. Bereit, Bianca? Hier ungefähr geht das. Verstanden. Sofort. Na also. So, jetzt warten wir kurz, dass der Köter wieder abhaut. Und dann. Hier lang, amigo. Sempre! Okay, auf geht's. Zum Rasieren scharf. Genau, schön im Wasser wischen. Geht klar. Dann verschwindet der Hund direkt im Wasser. Der verschwindet auch direkt im Wasser, oder? Der fällt mir. Nein, verschwindet nicht direkt im Wasser. Ja, hier ist doch Wasser. Einfach verschwinden. Nein, das hat Vorteile, das mit dem Verschwinden und so. Du kannst nicht darauf. Kriegst du leicht Angst? Du kannst drauf. Bin schon da. Unfälle passieren, würde ich als nächstes behaupten. Was? Noch ein bisschen. Oh, du bist nicht geduckt. Beeilen wir uns. Ja gut. Nur ein kleiner. Nur ein bisschen Blut. Ich brauche den. Nageln wir noch und einer. Den. Genau, sag ich doch. Weil dann werden sie, wird der einfach durch den Anblick schon zerquetscht. Nichts und? Machen jetzt. Go, go, Gadget. Hat er nicht mal gecheckt? Was
zum... Moment mal. Oh, das kann doch nicht dein Ernst sein. Was zum Teufel? Kein Mucks. Kümmern wir uns ums Unkraut. So, Unkraut jetzt. Geh mit Papa Gede. Reiß dich zusammen, Mädel. Sehr schön. Sie ist gut. Sie ist echt gut. Sie hat echt coole Moves drauf. So, Der Spaß fängt erst an. Du gehst mal hier rein. Und mit dir die... Was ist das da? Was ist das? Was ist das? Diesmal ist der Witz zu weit gegangen. Was ist das? Was ist da hervorgehoben? Ich kümmere mich drum. Naja, egal. Nicht schlapp machen jetzt. Wir haben hier ein Gebiet. Doch, geht es hinein. Wayne muss da drin sein. Dieser Wayne muss ein wirklich guter Freund sein, wenn du all das auf dich nimmst. Es gab mal eine Zeit, in der habe ich alles für Geld gemacht. Und ich meine alles. Wayne hat mich aus diesem Loch rausgeholt. Ich schulde ihm was. Schon unterwegs. Jetzt machen wir mal Lärm. Ein klarer Fall für Bianca. So. Holen wir uns ein. Der sollte easy gehen. Du solltest im Sumpf verschollen gehen und dann kann ich da rauf eigentlich. Dann geht's hier weiter. Dann immer noch drauf. Glaube ich. Fällt mir. Langsam, aber sicher. Sie haben Lust auf mehr. Okay. Bin zu allem bereit. Langsam, aber sicher sollte ich mal da hoch. Wenn ich Moment, wie sie spielen. Gut, die anderen sehe ich nicht. Was bedeutet, dass wir zuerst hier sind? Oder haben die sich vielleicht doch verlaufen? Beeilen wir uns. Nur ein bisschen Blut. Einer. Die werden nicht nur zwei. Zwei. Ich kümmere mich drum. Wie schaut der? Wenn ich hier die kille, der sieht den. Okay, vielleicht brauche ich jetzt an dieser Stelle Unterstützung. Hier bin ich, amigo. Ein Sniper wäre nicht schlecht. Die sind jetzt verbunden, das ist das Problem. Den Poncho, den ablenken, ist auch ein Problem. Na gut. Ich glaube, es wird einfacher, wenn ich von der anderen Seite jetzt nachkomme. Wo sitzen die beiden? War nicht hier irgendwo in der Nähe? Doch, die, da drin, oder? Da. Das kostet aber. Das ist egal, ob was kostet. Okay, das sieht tatsächlich schon schwieriger aus. Das Gebiet. Wir haben dort oben einige. Einer, der dort oben patrouilliert. Dort oben könnte ich alle wegmachen, wenn ich den Patrouilleur... Wie komme ich da hoch eigentlich? Eine Leiter da, eine Leiter dort. Es gibt nur wenige Möglichkeiten, darauf zu kommen, aber ich kann sie natürlich abschnitzeln. Das ist natürlich schlecht. Oh, ich schieß nicht daneben. Der hat eine hohe Reichweite. Das ist auf jeden Fall true. Wobei... Wenn ich den auf seinen Patrouillengang abschieße, macht es das, glaube ich, leichter. Den dort oben und dann könnte ich den... Weil ich befürchte, wenn ich den da abschießen würde, wenn das überhaupt klappen könnte. So leicht wird das gar nicht. Und den dort oben dafür einen Sniperschuss zu opfern, glaube ich, ist auch nicht nötig. Die Ponchos, die Nerven. Ich muss hier rüber, würde ich sagen. Der Poncho hat den Blick da drauf, was hier drüben passiert. Und der Hund auch. Und natürlich der, wenn er hier vorbeiläuft. Ja. Verstanden.
Aber ich würde trotzdem hier gerne vorbeikommen. So. So, Doggy kommt. Doggy kommt, was macht Doggy? Wie hat der Sicht? Der hat keine Sicht von dort unten. Wenn er sich also... Der dort oben sieht den dort unten. Das ist blöd. Das ist eine blöde Situation hier oben. Ich muss irgendjemanden loswerden, das ist klar. Oh, stimmt, das ist ein normaler Schütze. Der erkennt eine Tasche, wenn er sie sieht. Okay, dann schauen wir nochmal, wie er sieht. Der sieht hier unten drunter direkt nichts. Und hier unten drunter ist seine Sicht. Perfekt. Wenn der Hund also weggeht, dann ist der tot. Ich bin ganz Ohr. Ich habe ein paar Tricks hier drin. Einziges Problem ist gerade der andere, der da jetzt gerade rumläuft. Der muss auch weg. Der dort oben ist da gar kein Problem. Der dort oben hier ist kein Problem. Der ist eher das Problem. Wenn der wieder zurückläuft, ist die Zeit gekommen. Wir werden ja sehen. Wer will einen Blick riskieren? Was denn? Jawohl. Der Hund kommt. Tut gar nicht weh. Ganz kaum. Augen aufs Ziel. Gleich fallen die Zähne. Ich hab da so ein Gefühl. Gut. Menschenfresserbusch. Achievement. Okay. Was zum? Okay, auf Hardware der. Fangen wir das hier ab. Hätte es nicht geklappt. Immer schön den Kopf runter. Meins. In Ordnung. So. Gut. Gut. So, Mr. Sniper, wie wäre es, wenn Sie Ihre Sniper-Position einnehmen? Wer braucht eine Spritze? Der braucht eine Spritze. Das war's für dich. Keine Einwände. Unterwegs. Kann ich da runterwerfen? Nicht da lang. Ja, theoretisch. Und tschüss. Ab ins Bajou mit dir. Wehe, dieser Wayne liefert nicht. Der Weg ist versperrt. Der sieht bis darüber. Das war faszinierend. Hände ruhig. Aber jetzt wird er sterben. Wie wäre es, wenn ich ihn mittendrin erwische? Wieder einer weniger. Warum? War das gerade so ein komischer Effekt? Warum war das so ein bunter Effekt? Egal. Theoretisch, die schauen nur in die Richtungen, der schaut darüber. Theoretisch kann ich jetzt mit dir Sneaky Peeky darauf. Okay. Los geht's. Nicht ganz. Isabel hat diesen Bach erwähnt. Muss also der richtige Weg sein. Ich würde sagen, die vielen Wachen sagen schon alles. Das Messer reicht. Wenn unterwegs. Hast es hinter dir. Und tschüss. Ganz schön schwer. Der sieht nicht nach oben. Dementsprechend. Das ist alles chillig. Wieder einer weniger. Kein Problem. Muss mir wohl was einfallen lassen. Und? Ja, okay, hat geklappt. Okay. So, wir
der von irgendjemandem gesehen? Sieht nicht aus. Kurz und schmerzlos. Gut. Dann haben wir diese obere Etage ausgeräuchert. Eine Sorge weniger. Bin unterwegs. Oh ja, eine Sorge weniger. Dann ist der eigentlich ein Kinderspiel, weil der macht ja nichts. Dann wollen wir mal. Wer hat Lust zu sterben? Puzzleteil Nummer. Wer will schon Blut vergießen? Max, halt, kann ich nicht hier runter jumpen und so? Sollen wir? Das ist dann blöd. Okay, dann müssen wir einen ultimativ anderen Weg beschreiten. Komm, wir müssen ihn nur her. Ausnocken. Und mitschleppen. Rühr dich nicht vom Fleck. Ach so, ich fessel ihn. Na gut. Geht's. Gefesselt ist auch in Ordnung. Mhm. So, der soll auch verschwinden. Sehr schön. Und wo ist der Haken? Der Haken ist, dass wir jetzt zur Sniper hin wollen. Sklaverei schmeckt mir nicht. Dort unten haben wir ein paar. Durch die Hölle. Da haben wir ein paar. Und dann kommen wir langsam in dasselbe Gebiet vor, aber das läuft noch ein bisschen. Gut, in Ordnung. Gut. Das nehme ich. Snack dir. Vielen Dank. Okay. Probleme? So, wir haben hier einen Hund. Ein Hund. Hund sind Probleme, würde ich sagen. Na gut. Darunter, ich glaube, hier rum ist jetzt ganz simpel. Schön cool bleiben. Relativ simpel. Der Hund. Wie bewegt sich der Hund? Wobei, so simpel ist das gar nicht. Wir haben Schützen. Schützen kann ich locken. Der Hund. Der Ort hier ist gut befestigt. Genau mein Gedanke. Weißt du was? Ich glaube, die Sumpfhexen haben ihn geholt. Und wie die, die nach Baton Rouge kamen? Aha. Vielleicht holen sie ja die Leute. Fangen sie für... Auf geht's. Ich würde gern der Erste sein. Ich habe den Eindruck, dass du Isabel nicht sonderlich magst. Ich denke, das beruht auf Gegenseitigkeit. Tja, freut mich, dass du trotzdem hilfst. Das ist rein geschäftlich. Okay, der Poncho ist tatsächlich das Problem. Die Schützen sind weniger das Problem. Ganz alter Trick. Der... Oh shit, der Hund. In dieser Gegend krieg ich Zustände. Ja, gut, dass diese Wände um das Nest herumstehen. Ich muss irgendwas machen, solange der Hund nicht da ist. Der Hund ist nervig. Vielleicht ist die andere Seite einfacher. Deutlich einfacher. Ja, da stehen die nicht so alle zusammen. Gut. Hat sie mich tatsächlich mit reingezogen? Dachte ich mir schon. Dann werden wir doch erst über die anderen Weg gehen. Den kann ich weglocken. Der Poncho. Ich muss ihn bloß hier rauslocken. Unterwegs. Erstmal eine Kippe. Hat mir schon oft den Hals gerettet. Werfen wir den Köder aus. Der Köder liegt. Ah, das riecht nach Ärger. Jetzt geht's. Ich hab jede Menge davon. Kopf oder Zahn. Ach, verdammt. Verworfen. Na gut, warten wir noch einen Zug ab. Wobei, den Schützen muss ich loswerden, dann kann ich den anderen auch loswerden ohne Probleme. Ich brauche nur ein paar Sekunden. Na gut, das irre. Genau, das interessiert dich ja nicht. Ah, ich habe so eine Reichweite. Okay. Probleme? Der Hund kommt wieder zurück. Ach, wir müssen noch mal eine Runde warten. Müssen wir noch mal eine Runde warten? Was für ein Lärm? Noch würde ich mir keine Sorgen. Und schon kommt wer. Genau mein Gedanke. Das wird sehr schnell. Verdammt! Ja. Das war nix. Schade. Da sind wir schon zwei. Wehe, dieser Wayne liefert nicht. Gerade so. Außerhalb der Reichweite des Hundis. So. Das ist ja ein Labyrinth hier. Okay, der hat mich gesehen, weil er wie schauen. Okay, ich muss.
Ja, hier muss ich ihn hinlocken. Hey, später noch eine Runde. Ich habe ein paar Tricks hier drin. Hier. Wer will einen Blick riskieren? Augen auf. Ich brauche nur ein paar Sekunden. Wollen wir dann? Für einen Lärm. Jawohl. Und schon kommt wer. Ja, wo ist denn diese Tasche? Was macht denn diese Tasche hier? Ich hab das wirkt sehr schnell. Was zum Teufel? Wir sehen uns in der Hölle. Ich hab dich. Dammit. Hat auch noch nicht so richtig. Da war ich nicht ganz in dem Safe, in der Safe Zone. Ich muss ihn noch ein Stückchen weiter weglocken. Hat sie mich tatsächlich mit reingezogen? Na gut. Für DeWitt werde ich wohl nicht mehr arbeiten. Irgendwas. Nicht stehen bleiben. Später noch. Ich habe ein paar Tricks hier drin. Wer will einen Blick riskieren? Mitten durch die Hölle. Ich kann Sümpfe nicht leiden. Ich habe jede Menge davon. Hast du das gehört? Was denn? Könnte etwas... Angebissen. Das wirkt sehr schnell. Das kommt... Ah, fuck. Das war nicht so gut. Na, verflucht. Der läuft zu schnell hin und her. Vielleicht muss ich... Ja, ich muss wahrscheinlich den... parallel ausschalten, weil der ist eine das Gefahr. Das ist also das Queen's Nest. Hm? Bin unterwegs. Gut. Dann ist der Plan anders. Okay, ich muss mich da hinten verstecken, um dem okay eins über die Rübe zu geben, wenn er da oben ist. So. Jetzt gehen wir da rein. Ich bin ganz Ohr. Die Münze müsste ich ja trotzdem noch werfen. Mir schon auf den Hals gerettet. Wo ist der Hund? Der Hund kommt jetzt gleich zurück. Also, wenn der Hund zurückgeht, dann ist Showtime. Wichtig ist dann bloß außerhalb seiner Reichweite. Dort oben. Ich habe ein paar Tricks hier drin. Wer will einen Blick riskieren? Ah, das riecht nach Ärger. Gut. Das hat geklappt. Später noch ein Drink? Was gibt's? Ich brauche nur ein paar Sekunden. Die Münze klappt auch. Und go. Hast du das noch gehört? Würde ich mir keine Sorgen machen. Wie die Motte zum Licht. Keine Einwände. Augen aufs Ziel. Komm mal her. Das Queen tut gar nicht weh. Oh, kann's kaum erwarten. Meins. Wir suchen ein schönes Plätzchen. So, Hundi. Na gut. Leichter wird's nicht. Wachhund. Okay, huh. Das war das. Wie machen wir den Poncho jetzt weg? Der Poncho sieht aber nicht bis dahin. Heißt, ich kann den Hundi... Kann ich den Hundi gleichzeitig erwischen? Mit dem Poncho? Wenn ja, wie? Mach schon. Das kostet aber... Bin da. Wer hat Lust zu sterben? Hm. Er läuft da rum. Er läuft da rum. Das treibt die Kompanie also. Oha. Dieser Wayne liefert nicht. Ah. Okay. Los geht's. Na, das mache ich lieber nicht. Das wäre zu copy. Okay, der Hund läuft da rum, aber nur beim Zurückgehen schaut er sozusagen in diesen Busch rein.
Das ist eine Option. Sieh genau hin. Naja, theoretisch. Blut vergießen. Jetzt geht's. Wieder. Wird's ja noch leichter, weil jetzt sieht er gar nichts mehr. Der ist ja gar nicht gedeckt durch irgendwas. Hat wer einen Arzt gerufen? Okay. Die dort unten muss ich jetzt gar nicht erledigen, tatsächlich. Wäre ja nicht nötig. Wie läuft's? Augen aufs Ziel. Hallo, Herr Wachhund. Der will schon Blut vergießen. Tschüss, Herr Wachhund. So, wir haben hier jetzt wieder eine neue Situation. Also das dort hinten ist easy. Das können wir in Ruhe lassen. Stört mich nicht. Wobei, wir können die auch locker... Naja, es bringt ja nichts. Man hat ja nichts davon, die zu killen. Deswegen friedlich ist okay. Friedlich. Interessant. Ich komme hier rüber, da rüber, oder wie? Aber dort unten ist erstmal interessant. Die... Oder? Ist es das? Ja, doch. Da ist ein Eingang. Da ist auch Munition. Bugtrapper Frickle. Genau, Namen. Sind ja auch immer ganz interessant. Der sieht den nicht. Der sieht den auch nicht. Sehe ich das richtig, dass der absolut ungeschützt ist? Warte, wie mache ich nochmal... Der Poncho wird von niemandem gesehen. Hochinteressant. Sie nimmt einiges auf sich, um diesen Wayne zu retten. Scheint etwas Persönliches zu sein. Wenn es persönlich wird, enden meistens die falschen Leute als Leiche. Deshalb mache ich es mir lieber einfach. Okay, wir sind drin. In Ordnung, wieder ein Geschick. Ganz schön schwer. Das könnte, ja genau, das ist schon eher. Das sieht schon eher jemand. Gut, jetzt haben wir hier einen und hier einen. Kein Problem. Die stören mich ein bisschen, deswegen. Wollen wir dann? Was sieht der? Der sieht da hinten, aber der sieht mir. Ist okay. Mir nicht. Gut. Der kommt hier in den Busch und dann ist er tot. Geladen und bereit. Werfen wir den Köder aus. Hey! Angebissen. Wir werden ja sehen. Jawohl. Ah, dann komm mal her. Wer braucht eine Spritze? Sehr schön. Verstanden. Das wirkt sehr schön. Bugtrapper Frickle. Hallo, ich bin der Doktor. Nicht stehen bleiben. Sehr schön. Errungenschaften für den Kopfgeldjäger wieder weitergemacht. So, okay. Wir sind tatsächlich nahezu drin. Wir sind jetzt zumindest an einem Punkt, wo ich jetzt langsam versuchen kann, die Teams zu vereinen. Hat sie mich tatsächlich mit reingezogen? Die Frage ist, kann ich hier oben aufräumen? Schütze sollte eigentlich machbar sein, oder? Der Schütze schaut in die Richtung... hier hin. Wer schaut hier hin? Du. Das sollte ich häufiger nutzen, diese Funktion. Schaut keiner hier hin, nämlich. Oh doch, der dort unten sieht dorthin. Das ist gut zu wissen. Hat mir schon oft den Hals gerettet. Genau wie Angeln. Dass der dorthin schaut, ist mir klar. Aber der soll nur hinschauen, genau. Die war doch eben. Und schon kommt wer. Wer braucht eine Spritze? Komm zum Doktor. Genau mein. Was denn? Ich habe nicht. Dammit. Hat mir schon oft den Hals gerettet. Genau, das war ein bisschen zu nah, dass der es sieht. Der sieht... Und schon ja, genau. Jetzt ist es außerhalb seiner Reichweite.
Okay, dann können wir schon mal eine der Wächter hier oben ausschalten, was auch nicht schlecht ist. So, mein Freund. Tut gar nicht weh. Ah, shit. Okay. Ich habe ein paar Tricks hier drin. Genau wie Angel. Was? Die kannst du hier nicht liegen lassen. Wie die Motte zum Licht. Tut gar nicht weh. Ah, das riecht nach Körper. So, duck dich. Genau, dann bist du unsichtbar. Ich fange das hier ab. Sehr schön. Okay, hat ja geklappt. McCoy ist hier. Wo ist Cooper? Augen auf. Da ist Cooper. Dann wollen wir mal. Schön in den Busch rein, damit ich dich besser sehen kann. So. Das wird interessant. Auf jeden Fall. Hier über die Ränder zu gehen, wird vielleicht eine Option. Wir haben hier jede Menge Schützen. Oh, Punsch. Seht euch freundliche. An. Habt ihr Angst? Wir wissen nicht, wer ist. Das muss man dazu sagen. Mit meinem Sniper. Ich könnte. Er sieht nicht dort hoch. Gut. Okay. Ich sehe den Plan. Der Sniper schaltet den aus. Währenddessen kann sich einer von denen, wahrscheinlich sie, um den kümmern. Er muss währenddessen den holen. Machen wir so. Damit er außer Sicht gerät. Und sobald der dann herkommt, wird er auch eher ausgeschüttet. Verdammt. Ah, der hat Spuren entdeckt. Schade. Die hätte er ruhig mal genauer betrachten können. So, der Plan steht. So, so. Ausführen. Kein Problem. Zum Rasieren scharf. Reiß dich zusammen. Ich bin ganz so. Oh, ich schieß nicht an keine Einwände. Piu. Wie ziemlich was? Die sind über uns. Moment. Da hat einer das gesehen. Der sieht den. Das ist nicht gut. Wer sieht den, ist dann die Frage. Der sieht ihn aber... Okay. Uff. Sieh genau hin. Ja, das kann ich alles machen. Ach du Schande, das kann ich alles in derselben Sekunde machen. Okay, das ist mal eine koordinierte Aktion, die hier notwendig ist. Oh, auf den muss ich auch noch achten. Na gut. Aber der geht ja jetzt auch weg. Zum Rasieren scharf. Oh ja. So. Augen auf. Wer hat Lust zu... Okay. So. Hände ruhig. Und gut. So. In Ordnung. Kommt nur her. Wie aus dem Nichts. Fall hin. Jawohl. Der ist down. Die sind... Er ist tot. Oh nein. Warum hat er den jetzt gesehen? Wieso ist er jetzt wieder zurückgegangen? Hm. Okay. Nochmal. Machen wir Kleinholz aus dem Laden. Zum Rest bin schon da. So, den habe ich. Wer hat Lust zu sterben? Mach schon. Den habe ich. Oh, ich schieß nicht an. Doch, den habe ich. Na los, amigo. Und den hole ich jetzt. Die Zähne. Über dem Kräuter schneiden. Komm zu, Hector. Dann komm her. Diesmal hat's nicht geklappt. Vielleicht muss ich... Jetzt. Oh ja. Irgendwas? Ich schick sie auf die andere Seite.
So. Ah, verflucht. Moment. So, geh mal kein Problem. Hin. Zum Rasieren scharf. Okay. Ich hab nichts dagegen, den Laden abzuhauen. Wer hat Lust zu sterben? Wenn okay. Unterwegs. Okay. Oh, ich schieß nicht daneben. Dachte okay. Ich schon. Kommt nur her. Voll ins Schwarze. Wird auch Zeit. Ganz genau, Amigo. Ist das. Gut, ist diesmal hat er nichts bemerkt. Oh, bin zu allem wohin. Kommt sofort. Geht klar, Amigo. So, die Spuren sind blöd. Die bräuchte ich jetzt eigentlich nicht. Mein Messer bräuchte ich dann demnächst wieder, aber erstmal du. So, sind die Spuren noch da? Die Spuren sind weg. Okay, mein Freund. Longcoat. Ende im Gelände. Los geht's. Oh, das habe ich gebraucht. Und tschüss. Kein Problem. Gut, du hast sogar noch Schüsse, aber wir nehmen ruhig mehr. So. Reiß dich zusammen, Mädel. Immer her. Gut. Später noch einen Drink? Hector ist da. Habt ihr jemals eine Spitze geschwungen? Warum läufst du da rum? Werdet euch dran gewöhnen. Okay, okay. Die Bande ist vollständig. Na los, Amigo. Verbinden. Da sind sie. Warum hat das so lange gedauert? Ich wusste gar nicht, dass das ein Wettrennen war. Ja, ich hab dich auch vermisst, Schätzchen. So, ich hab alle vier. Jetzt geht's. Jetzt hätte ich gerne noch den Käfige gesperrt. Mein Messer. Vielleicht schicken sie euch in den Nordwesten. Wie ich hörte, muss deine Brücke wieder aufgebaut werden. Was? Wird jemand geil? Reaktion. Was? Okay. Oh. Hector könnte hier etwas Lustiges machen, scheinbar. Ja, das sollten wir auch machen dann. Also, der schaut hier rum. Den könnten wir aber locken. Hier haben wir überall ein Matschgebiet, das ist gefährlich. Deswegen sollte ich auch hier oben erst arbeiten. Auf geht's, Amigo. Tatsächlich, wenn ich das richtig sehe, kann ich die ohne Probleme besiegen. Augen auf. Das ist natürlich blöd, dass der gerade schaut, aber wenn er weg ist, dann glaube ich, sollte ich da runterkommen und dann... Jetzt wird's heiß. Sobald die da sind, neuer Hinweis wahrscheinlich. Genau deswegen. Ja. Machen wir so. Und Ali, hopp. Mhm, der sieht das nicht. Gut. Unfälle passieren. Ach so, klar. Frage ist nur, wie komme ich jetzt dahin? Ah, du siehst es nicht mal. Bereit, Bianca. Frage ist, was sieht der dann? Nicht viel, wie es scheint. Der ist wahrscheinlich eher das Gefährliche. Okay, der eine, der da rumläuft, könnte wahrscheinlich mein nächstes Opfer sein. Wie es aussieht. Ich bin am Zug. Probieren wir es. Sofort. Oh, fertig. Gefällt mir. Fußspuren, ja. Ich habe Lust. Okay. So muss dann halt keine Fußspuren. Hat er mich gesehen und ist mir dann. Alles ach, klar. Wegen den Fußspuren ist er gleich gefolgt. Bianca, kehrt zu mir zurück. Gut. Und wir kehren zurück in den Busch.
Wobei. Wie schaut der? Interesting, interesting. Really, really interesting. Das. Hab ich gerade. Das. Ach so. Nein! Das ist jetzt dumm, ich habe. Halt. Das. Zum Glück gibt's mehrere Quickladeposten. Das ist aber peinlich. Sofort. Los geht's. Teufel? Was zum. Wessen Spuren sind das denn? Der geht wieder nicht. Doch. Diesmal. Jetzt kommt die Acht. Geht er da rein. Zu Hector. So, der dort oben hat mich gesehen. Das war jetzt blöd, tatsächlich. Ach so. Das hätte nicht sein müssen. Ansonsten wird er, glaube ich, aber von niemandem. Moment. Geht klar, Amigo. Da hinten müsste. Dürfte er nicht sehen. Schauen wir mal, ob wir gleich hier weitermachen können. Lust auf Karlschlag. Herr Poncho. Platz da, ich muss durch. Augen, klarer Fall für Bianca. Noch. Ah, beweg dich. Oh, fertig. Ich mach's mit Singstimme. Schon unterwegs. Shit. Ärgerlich. Das war nicht er so gedacht. Mir. Ich habe Lust auf Karl. So, den kriege ich los. Das kriege ich hin. Von dort unten hat irgendjemand darauf geschaut, tatsächlich. Aber ich würde sagen, was ist mit neuer Hinweis? Dieses Objekt. Neuer Hartstück gefällig. Was für ein prächtiges Dampfschiff. Okay. Da oben haben wir einen, der das sehen kann. Ich muss ihn also weglocken. Geht klar, amigo. Klarer Fall für Bianca. Noch ein Stückchen. Oh, fertig. Ich mach's mit Singstimme. Hallo, mein Freund. Augen auf. Mist, der läuft daran vorbei. Gefällig. Naja. Dann halt so. Nicht ein Glückstag heute. Bianca, kehrt zu mir zurück. Okay. Los, amigo. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal schön dort oben diese Brüstung aufgeräumt. Tatsächlich wäre der ganz nice, wenn ich den auch noch losbekäme, aber was kann ich damit machen? Ach, das wäre eine Fackel zum Beispiel für das Fass wahrscheinlich. Okay, okay. Aber wir müssen ja erstmal hier die Gefangenen. So, Hector war ein guter Boy. Ja, das ist ganz gut gemeistert bisher. Aber wir brauchen ihn jetzt dort unten. Jetzt wird's heiß. So. Schön. Hector, gut gemacht. Was machen wir als nächstes? So, wir haben auf unteren Platt. Hier, der ist auf einer oberen Plattform. Ansonsten haben wir, der schaut immer in die Richtung, der macht, der ist also kein Thema. Dieser Poncho ist irrelevant für unser Rätsel. Die Schützin ist schon schwieriger und der Schütze. Aber, so wie es aussieht, kann ich den einen Schützen mit Hector erledigen. Sofort. Holen wir uns ein. Wer ist er? Oh, das war der dort oben. Ach du Schande. Ja gut, den nehme ich auch. Aber dann bräuchte ich eigentlich. Scheiße. Jetzt kommt die länger Zeit. Kein Problem. Na gut, dann haben wir den dort oben erledigt. Da bist du ja. So, die Schützen als nächstes. Jetzt machen wie wir mal Lärm. Weit hier? Okay. Bereit, Bianca. Holen wir uns.
ist. Hier drüben. Wer ist da? Ja, alles komm mir ruhig nach in den Schlamm. Kahlschlag. Was? Braves Mädchen. Im wahrsten Sinne des Wortes, braves Mädchen. So. Eine Spitzhacke geschwungen. Der letzte Dude hier ist ein Longcoat. Mal schauen. Ich weiß gar nicht, wird der von irgendjemandem hier gesehen? Nein, wieso aussieht nicht? Ich kann ihn hier einfach. Jetzt kommt die Axt. So muss das sein. Okay, nein. Nein, so klappt das leider nicht. Aber Longcoats bewegen sich, kann das sein? Werdet euch dran gewöhnen. Also der und die. Oh. Unfälle passieren. Vielleicht soll ich doch erstmal. Ah, da ist mein Longcoat, der das alles überblickt. Da kann ich raufklettern. Mit Doppelpack wäre das möglich. Oh, Moment. Ah, okay. Okay. Ja, den, da muss ich mindestens im Doppelpack angreifen. Also einerseits muss der vermutlich weggesniped werden und dann kümmern sich. Oh, aber dort oben wird geschaut. Die sehen den. Das wird nicht leicht, das wird nicht leicht, das wird nicht leicht. Wie weit seht ihr? Ihr seht genau die Grenze von ihm. Moment. Der Longcoat reagiert doch auf Spuren, oder? Oh, seht euch an. Habt ihr Angst? Schon unterwegs. Habt ihr jemals eine Spitzhacke geschwungen? Augen auf. Was? Du musst deine Spuren verwischen, Arschloch. Jetzt kommt die Axt. Sehr gut. Er folgt Spuren. Ach so, klar. Na gut. Ich muss durch. War auch leicht. So, aber theoretisch. Hat er einen Arzt gerufen? Da sind sie ja alle. Genau mein Gedanke. Ich hörte, muss deine. Theoretisch müssten jetzt alle reinkommen können. Und dann schauen wir uns mal hier ein bisschen um. So, den Poncho, den da. Den da sieht der Poncho nicht, der Wachhund ist kein Thema. Bei der Company, Ladies and Gents. Ladies and Gents. Ah ja. Ah, ich bräuchte. Da müsste ich nochmal da hoch. Der Kleinholz aus dem Laden. Ich habe auf jeden Fall einige Sniper-Schüsse noch übrig. Mal sehen, was sich machen lässt. So. Gehen wir mal hier hoch. Nur und ein bisschen Blut. Pieksen ihn an. Tada. Nur ein kleiner Pieks. Und habt ihr jemals eine Spitzhacke geschwungen? Ich schick sie auf die andere Seite. Na. Du solltest da runterspringen und einfach ihn. Naja. Okay. Jetzt wird's interessant. Machen wir Kleinholz aus dem Laden. Das ist sehr laut hier oben. So. Nageln wir sie fest. Eins. Die werden nichts spüren. Und der da. Genau, du solltest eigentlich da runterjumpen. So, der Hund. Was macht der Hund? Ja, wohin geht er jetzt? Solltet ihr. Irrelevant. Nicht schlapp machen jetzt. Kümmern wir uns ums Unkraut. Okay. Das tut richtig weh. Okay. Der sieht es. Wie kann ich. Ah, ja. Kann ich ablenken. Oh, kann ich sogar, glaube ich, gut ablenken. Es ist ein einfacher Schütze. Ich kann die töten. Legen wir los. Kein Problem. Jetzt kommt Bianca. Noch jetzt machen wir mal Lärm. Er fällt. Was für ein prächtiges Dampfschiff. Wie konnte es hier nur stecken? Oh, so ein knappes Teil. Ziemlich viel altes Holz. Braucht nur etwas Öl und eine lustig lodernde Fackel. Da bist du. Komm zu, Hector. Was? Das kriege ich hin. Das war knapp.
Dann lieber nicht darum. Okay. Ja, solange der nichts mehr sieht, sollte die Voodoo-Tante hier alles erledigen können. Wo ist die Voodoo-Tante? Ah, da schaust du. Reiß dich zusammen, Mädel. Ich schick sie auf die andere Seite. Wir sehen uns der auf der Voodoo anderen Seite. Mal sehen, was hat ich machen begonnen. Lässt. Nur noch ein bisschen. Bereit. Wohin? Ich könnte die auch beide mit einem Schuss erledigen. Also einem Doppelschuss von Cooper. So, das Hündchen noch. Das Hündchen, wie machen wir, was machen wir gegen das Hündchen? Der Wachhund. Tatsächlich. Oh, ich schlag hier alles kurz und klein. Kann der Wachhund auch Spuren folgen oder wie funktioniert der Wachhund? Klarer Fall für Bianca. Sofort. Sie ist bereit. Ich mach's mit Singstimme. Schauen wir mal, ob der Hund auch Spuren folgen würde. Ach so, klar. Gut. Bianca, ein wildes Tier weniger auf dieser Map. Ich muss durch. Sehr schön. Okay, jetzt haben wir tatsächlich alle und jeden hier. Die dort oben fehlen noch. Die dort oben. Ah, die dort oben. Ha. Sehe ich das richtig? Die dort oben können sehr leicht gekillt werden. Sollen wir? Ich brauche nur jemanden, der klettern kann. Und der darf. Wobei, der ist irrelevant, oder? Wird er von irgendjemandem gesehen? Der sieht ihn da, der sieht ihn da, da wird er gesehen. Da wird er gesehen, da wird er gesehen, da wird er gesehen, da wird er gesehen. Da wird er gesehen, da wird er gesehen. In Ordnung. An der Position wird er nicht gesehen. Oh. Hier hinten wird er. Oh ne, achso. Okay. Ich muss da rauf, um da rüber zu kommen. Okay. Augen aufs Ziel. Genau, der sieht mich da auch nicht. Okay, so leicht wird das dann doch nicht, befürchte ich. Außer Mr. Snipe McCoy. Meine Spezialität. Kümmert sich um Ray Farwell. Hast du von den Sumpfhexen gehört? Glaubst du etwas? Mist? Wie aus dem Nichts. Weil dann wird er dort unten nicht mehr so häufig gesehen. Beziehungsweise das wird gar nicht mehr gesehen. Das Messer reicht. Wieder einer weniger. Sehr schön. Bin unterwegs. Jetzt passieren aber auch Unfälle. Belastend. Gut. Damit ist hier unten alles frei für Erkundungen. Komme ich hier irgendwie schnell runter? Mhm. Ich möchte nämlich wieder runter. Genau. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Gefangenen. Los hier geht's. Sollte keiner mehr sein, der uns sieht. Die Bande kann sich wieder versammeln. Oh ja. Augen auf. Dann wollen wir mal. Ah ja, McCoy. Der Ort hier ist gut befestigt. McCoy, kümmere dich doch mal. Ach, vielleicht sollten wir die Leichen erstmal wegtun, sonst sind sie vielleicht verängstigt. Oh. Wobei, die haben ja live gesehen, wie der einfach umgefallen. Unterwegs. Ah, kannst du den einfach. Genau, hier einfach runterwerfen. Sehr schön. Mal gut, hallo, meine
Bewohner New Orleans, vermutlich. Ist bei euch jemand dabei namens Marshall? Genau, der Himmel, was sie geschickt haben. Das bezweifle ich. Hört hier irgendwer auf den Namen Wayne? Wayne? Nicht, dass ich wüsste. Ah ja, klar. Hier warten. Erst gehen, wenn die Luft rein ist. Ah, das riecht nach Ärger. Kein Wayne hier, wahrscheinlich im letzten Käfig. Falls überhaupt irgendwo. Danke, Fremder. Ja, gibt es hier jemanden namens Wayne? Ich glaube nicht. Belastend. Egal, wartet, bis die Luft rein ist. Dann lauft zum Sumpf. Und wie sieht's hier aus? Na, da ist doch der Wayne, oder? Das ist er doch, oder? Das kostet aber. Nun, welch ein erfreulicher Anblick, Fremder. Marshall Wayne zu Diensten. Da sucht eine Voodoo-Frau nach Ihnen. Moment mal. Haben Sie Marshall gesagt? Natürlich, mein Freund. Verschwinden wir von hier. Ich hoffe, Ihnen ist noch etwas Glück beschieden, Marshall. Wir warten, bis es sicher ist, zu fliehen. Isabel. Wayne! Du siehst aus, als hätte dich die Katze angeschleppt. Ich wusste, du würdest mich nicht umkommen lassen. Lass uns von hier verschwinden. Ha, allerdings. Ah, das waren die Letzten. Das war gut. Diese Leute werden sich ewig an sie erinnern. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Tut mir leid, so eine Last zu sein. Ich habe keine Waffe. Solange sie mithalten können, ist alles gut. Falls sie sie gerade nicht brauchen, könnten sie mir diese Blantlein leihen. Falls ich eine Kugel in den Kopf bekomme, gehört sie ihnen. Sonst bleibt sie bei mir. Gut, in Ordnung. Oh, Wayne ist jetzt... Ich bin verdammt froh, nicht mehr in diesem Käfig zu stehen. Auch ein Charakter. Kann Wayne irgendwas? Nein. Also müssen wir den Weg für ihn freiräumen. Kann er sich ducken? Ja, er kann sich ducken. Gut, das macht's schon mal angenehmer. Ich werde da sein. Dann. Das ist ja ein Labyrinth hier. Was machen wir? Wie gehen wir vor? Gehen wir rechts rum oder gehen wir links rum? Wir müssen wahrscheinlich links. Naja. Die zwei, die hier hin und her laufen, sind ein Problem. Zwei, die hin und her laufen. Oh, Moment. Da ist eine Stelle. Keine Einwände. Eine Stelle, die nicht durch den Longcode sichtbar ist, wenn ich das richtig sehe. Wir werden ja sehen. Okay. Nicht durch den Longcode sichtbar. Aber durch den sichtbar. Jawohl. Hat mir schon oft den Hals gerettet. Werfen wir den Köder aus. Eine Tasche? Was zum? Die war doch eben angebissen. Die war eben noch nicht hier, das ist richtig. Wer braucht eine Spritze? Gönn dir, mein Freund. Wir sehen uns in der Hölle. Sklaverei schmeckt mir nicht. Wieder voll ausgerüstet. Du kannst nicht klettern, also du musst hier rüber. Aber die beiden können klettern. Ist die Frage, ob ich den Longcode dadurch besiegen kann, wenn ich mit dir und mit dir ihn angreife. Jetzt geht's. So, so. Kümmern wir uns um sicher? Okay, nein. Ja, Moment, was hatte ich? Ich muss den ja anschießen oder so. Messer geht nicht, oder? Geht Messer auch? Weil anschießen ist so uncool. Anschießen. Ha, feine Sache. Okay. Seht ihr, wozu der Witt in der Lage ist? Oh, kannst kaum. Sieh genau hin. Was ist denn die Zähne? Ein echtes Netz. Kümmern wir uns. Machen wir klein. Gefällt mir nicht. Ruf die anderen! Nein, das klappt so nicht. Ich
muss auf ihn schießen. Wenn ich auf ihn schieße... Machen wir Krach. Machen wir Krach. Dann hören viele Leute mich. Zur Sache jetzt. Machen wir Kleinholz aus dem Laden. Mach Platz. Ich kann Sümpfe nicht leiden. Zu zwei sind besser als eine. Der hört es. Seht ihr, wozu der Witt in der Lage ist? Keine Option. Ja gut, dann brauche ich einen Sniper-Schuss wahrscheinlich. Jetzt wird's interessant. Okay, dann wird's ein Sniper. Hat wer einen Arzt? McCoy, du erwischst ihn von dort unten? Ende ruhig. Ja. Wie läuft's? Kein Problem. Okay. Das Queen's Nest. Oh, ich schieß nicht daneben. Dachte ich mir das schon. Das hoffe ich mir, dass du nicht daneben schießt. Hm. Braucht etwas Schlimmeres. Und los. Der ist weg. Und aus dem Blickfeld. Mach schon. Puh. McCoy, wann hat hier irgendwo da oben? Ah, das riecht nach Ärger. Geh mal dorthin und hol dir diese Sniper-Schüssel. Die brauchen wir. Die sind gut. Ich mag Sniper. Ich will eigentlich nicht die Leiche tragen, aber gut. Ist mir eigentlich Schnuppe. Und dasselbe Spielchen könnten wir dort oben dann mit dem auch machen. Der wird da gesehen und da gesehen. Okay, so leicht wird das dann nicht, befürchte ich. Liefern wir das hier ab. So. Mitten genau das, was ich brauche. Oh ja. Neue Sniper-Schüsse. Eine Wohltat für jeden. Okay. Ich könnte von da rauf. Aber die sind tatsächlich eine Gefahr. Wie weit zieht der da auf das Feld? Ah, der zieht zu viel. Wie werde ich den los? Die ablenken mit einem Münzwurf vielleicht? Was sieht der von dort oben? Kann ich da theoretisch rauf? Ja, theoretisch kann ich mich dahinter verstecken. Auf geht's. Ganz alter Trick. Dann kann ich die ablenken. Währenddessen Sniper. Kriegst du leicht Isabel. Angst. Beeilen wir uns. Was zum ich hab dich. Shit. Das war unnötig. Bloß weil ich hier einen Schritt zu wenig gelaufen bin. Mhm. So. Ihr beide da hoch, Isabel da runter. Nein. Gefällt mir. So. Habe ich mit McCoy? Nein, mit McCoy habe ich natürlich nicht die Munition geholt. Ja, das riecht nach Ärger. Hector. Oh nein! Ups. Upsi. Halt. Moment. Wir haben was vergessen. Oh, ich schieß nicht daneben. Na, shit. Hat sie mich tatsächlich mit reingezogen? Keine Einwände. Ich muss ja noch den erledigen. Das ist also das Queen's Nest. Hm? Komm, geht weg. Jetzt okay. Geht's. Das Queen's Nest. Hände ruhig. Mitten durch die Hölle. Kurz und schmerzlos. Die Chancen stehen schlecht. Bin unterwegs. Okay, jetzt aber. Irgendwas lässt mich nicht in Ruhe. Nicht übel, das Versteck. Gut.
Oh, shit. Ich habe ja noch nicht mal die Leute jetzt Doch, ich habe die schon befreit. Aber wollte gerade sagen. Shit. Ich habe die Leute noch gar nicht befreit. Aber die habe ich schon befreit. Dammit. So, wieder weg mit dem Typi. Genau das, was ich brauche. Für DeWitt werde ich wohl nicht mehr arbeiten. Oh, ich schieß nicht daneben. Ich kann ihn von hier treffen. Ich hab da so ein Gefühl. Hände ruhig. Interesting. Dann gehen wir darauf. Ich glaube, von da ist eine gute Schussbahn. Meine Spezialität. Ja, da ist er nahezu überall treffbar. So, wir müssen es schaffen, dass die dort oben oder die dort unten abgelenkt sind. Das bedeutet... Beeilen wir uns. Nein, jetzt kommen gerade die da. Die dürfen natürlich auch nicht in der Nähe sein. So, wie bewegen die sich? Die sind lästig. Das weiß ich jetzt schon. So, die stehen jetzt hier. Frag nicht. Jetzt theoretisch. Ganz alter Trick. Moment mal. Das sieht schlecht aus. Die Münze muss fliegen. Ich habe jede Menge davon. Sollen wir? Das Geschäft läuft. Oh, ich schieß nicht daneben. Wehe, dieser Wayne liefert nicht. Kümmern wir uns ums Unkraut. Fällt mir nicht, wo das hin. Nein! Ich muss ja hinter dem stehen dabei. Wie machen wir das am klügsten? Hinter dem stehen. Ganz kaum. Die alte und die neue. Das klappt nicht. Vielleicht muss ich den als letztes ausschalten. Das ist auch eine Möglichkeit. Wie weit sehen die? Sehen die dort hinten? Wie weit sieht der? Der sieht weit. Der sieht tatsächlich recht weit. Ich habe das richtige Werkzeug dabei. Es wäre cooler, wenn ich mit ihm da hochkäme. Der kann ihn wegmachen. Aber dazu müsste ich hier unten aufräumen. Na gut, dann ist es der Plan. Der Ort hier geht mir gegen den Strich. Wie machen wir den weg? Ist die Frage. Weil der deckt hier ganz schön gutes Gebiet ab. Siehst du den dort oben? Ja, du siehst den dort oben. Okay. Ich könnte aber... Das ist ja ein Labyrinth hier. Na los. Ha, da schaust du. Ha, feine Sache. Ich kann hier runter. Das ist gut. Da gibt's vielleicht Möglichkeiten. Nur ein bisschen Blut, oder? Die werden nicht noch einer. Okay, das sieht echt gut aus. Jetzt kann ich hier runter. An dem vorbei. Hier rüber. Darunter. Eine Seele für Papagere. Den weg und... Platz. Wer hat Lust zu sterben? Mach schon. Den komm nur her. Oh, bin zu allem bereit. Ich muss ein bisschen schneller vorgehen. Ich habe Freunde auf der... Erwischt. Weg mit dem und... Wohin damit? Ins Wasser mit dem. Okay.
Los geht's. Okay, das hat gut geklappt. Ich mag das mit dem Seelenverbindung. Dann können wir mal zwei auf einen Schlag machen. Das ist eine super Fähigkeit tatsächlich. Eine Schwimmübung. Why not? Why not? So, wie sieht's jetzt hier aus? Wir haben jetzt den Weg dort unten komplett free. Nein, das ist. In Ordnung. Wird auch Zeit. Theoretisch muss ja der Marshall auch nur dorthin gelangen. Geschichte ist fast vorbei. Was? Geht klar, amigo. Dann können wir uns ja da drin auch verstecken. So. Okay. Jetzt kommt Bianca. Wer wird denn gern Menschen in Käfige? Das ist Pfeifen. Dieses Pfeifen. Wobei, wir brauchen es. Wo bist du eigentlich? Wo bist du? Da bist du. Ja gut, du kannst eigentlich auch dazu stoßen. Gut, in Ordnung. Dann haben wir die Truppe wieder beisammen und dann lassen wir dieses Lager als letzten Ort offen. Vielleicht gehen wir auch mal rein und schießen einfach. Nein, nicht da lang. Nicht da lang? Okay. Geladen und bereit. Wer will einen Blick riskieren? Das ist also das Queens. Ich habe jede Menge davon. Wechselgeld gefällig. Was? Was? Und schon kommt wer. Der Ort hier ist gut befestigt. Ich hab da so ein... Tut gar nicht weh. Ich hab da so ein Mittelchen. Das wirkt sofort. Liefern wir das hier ab. So, das wird schon komplizierter. Wir haben hier einen, wir haben hier einen. Die sind beide auf erhöhtem Niveau. Okay. Den einen kann ich nicht weglocken, den anderen könnte ich weglocken. Okay. Jetzt zahlen wir es ihnen heim. Tatsächlich, wie machen wir das mit dem? Der sieht zu viel. Der sieht leider viel zu viel. Der sieht nicht, was unten passiert. Der sieht aber genug. Ich muss oben die erst loswerden, tatsächlich. Aber wie kriege ich zwei auf einen Schlag los? Halten wir uns ran. So, dass hier niemand was davon mitbekommt. Der darf sich nicht umdrehen. Okay. Ich könnte den einen mit einem Sniper-Schuss wegmachen und den anderen auf übliche Art und Weise. Zu viele Schlangen. Okay. Hat wer einen Arzt gerufen? Hört sich nach einem Plan an. Oh, ich schieß nicht daneben. Den? Na gut. Augen aufs Ziel. Und den? Gleich fliegen die Zähne. Sehr schön. Sollen wir? Meins. Irgendwas. Oh nein, das war so unnötig. Aber es war gut. Es war gut. Es hat geklappt. Oh, ich schieß nicht daneben. Gut. In Ordnung. Augen auf. Sieh genau hin, klare Sache. Kommt nur her. Der war bloß leider im Gebiet von seinem Sichtradius, aber das ist etwas, was wir ohne Probleme beheben können. Bin da. Indem wir einfach ein bisschen länger warten. Und los. Wieder ein. Und hoch. So, Dalle. Jetzt wird's heiß. Jetzt versuchen wir, die beiden irgendwie loszuwerden. Irgendwie sieht es so aus, als könnte ich hier was machen, dort oben. Irgendwie sieht es aus, als könnte ich hier wirklich was machen. Ich könnte da rauf und den loswerden. Oder? Ohne das. Nein, er wird gesehen. Leider von dem. Hast
du von den Sumpfhexen gehört? Glaubst du etwa diesen Mist? Oh. Bin bereit. Ich glaube, den kann ich hier einfach rauslocken. Ich bin am Zug. Bereit, Bianca. Noch ein Stückchen. Holen wir uns ein. Ja, das müsste klappen. Dann ist der schon mal weg. Dann kann ich den anderen auch ausschalten. Katsching. Ist nichts dabei. Da drüben? Kein Problem. Komm zu Hector. Sehr schön. Okay. Das so, ist also das jetzt Kurzen. Kann Cooper da rauf unterwegs. Den wegmachen. Braucht etwas Schliff. Hast es hinter dir. Wie verhalten die sich jetzt? Lässt mich warten, hä? Komm schon, ich bin nicht in Stimmung. Versteckst du dich vor mir? Kann Isabelle da auch raufklettern? Ja, kann sie. Hallo? Kein Mucks. Gut, dann können wir die zwei auch ziemlich chillig wegmachen. Versteckst du dich vor mir? Komm schon. Ja, beruhigt euch mal wieder. Da versteckt sich keiner. Der ist bloß mal pinkeln gegangen. Oder spazieren. Ja, spazieren kann man auch gehen in der Zeit. So. Ich erwarte euch. Ich erwarte euch für einen kleinen Schuss. Einen kleinen Schuss und dann einen kleinen Messerstich. Nageln wir sie fest. Einer. Die werden nichts machen. Zwei. Zahlen wir sie ihnen heim. Wer hat Lust? Wer will schon Blut vergießen? Den. Sehr schön. Dasselbe Spielchen können wir dort unten machen. Und dann ist der dort oben Free Loot. Ach ja, da war ja was. Auf geht's. Bin mal gespannt, ob ich beide damit erwischen kann. Das wäre ziemlich, ziemlich Premium. Alioppa! Mach schon. Zumindest einen konnte ich erwischen. Das treibt die Kompanie also. Wer braucht eine Spritze? Was mache ich denn jetzt? Sterben. Na gut. Das ist einfach falsch. Das war's. Sterbe dich. Das ist deine Option. Verstanden. Sehr gut. Legen wir los. Okay, mein Freund. Möchtest du mal darauf gehen und den besuchen? Der ist nämlich gleich fällig. Das Queen's Nest. Sieh mal ein. Schaffen wir der Marshall ist in Sicherheit. Die sind alle weg jetzt vom Fenster. Das bedeutet, es kann weitergehen. Oh, ich weiß genau, was ich tue. Oh, ja. Nur ein bisschen Blut. Tada. Pieks. Ein Mückenstich. Und noch ein Mückenstich. Keine blöde Idee. Die sehen beide darauf, aber das macht nichts. Unterwegs. Weil das können wir wieder koordiniert machen. Das ist ja ein Labyrinth hier. Nee, ist es nicht. Tatsächlich nicht. Augen aufs Ziel. Komm, komm mal her. Wie ist der Plan? Ich hab... Geht klar, amigo. Neuer Haarschnitt gefällig. So. Bam. Ha. Nicht ein Glückstag heute. Sehr schön. McCoy, hast du noch Sniper-Schüsse? Ja, du hast noch Sniper-Schüsse. Brauchen wir wahrscheinlich keine. Okay. Dann ab damit. Sicher, sicher. Wobei eigentlich nicht. Ist eigentlich irrelevant. Wir haben, glaube ich, keine Gegner mehr auf der Map. Wird auch Zeit. Gefällt mir. So. Brennt wie Zunder, hieß es. Bereitet euch schon mal vor. Cooper darf
Wobei, so. Ich glaube, das ist ihr Job. Ha, feine Sache. Wir haben Feuer. Ah. Ach so, wir müssen es erst kaputt machen. Ach, Käfer gefressen. Was? Käfer gefressen? Machen wir so. Du musst es erst kaputt machen. Wird auch Zeit. So, McCoy. Cooper, sie wartet mit dem Feuer. Der Spaß fängt erst an. Zerhack mal das Fass. Das wäre das Öl. Gut, jetzt müssen wir uns Feuer besorgen. Ich hab da schon mal was vorbereitet. Der geht mir gegen den Strich. Ha, das wird gut. Los! Burn, baby, burn! Die Richtigkeit wurde gedient. Seht euch das an. Mir wird ganz warm ums Herz. Mach Platz. Nur noch ein bisschen. Okay. Das Geschäft läuft schon. Ich weiß zwar nicht, wo die sind. Da unten. Wo kann ich da rein? Achso, während Alarms nicht. Na gut. Aber da der Alarm nur dort unten ist. Kein Thema. Haben wir es alle geschafft. Ach, schaut mal, wie das Ding brennt. Wurde auch Zeit, dass das jemand erledigt. Diese Mistkerle sollen in der Hölle schwören. Zurück zur Stadt. Für heute hatte ich schon genug Sumpf. Da gebe ich dir recht. Zurück nach New Orleans.